Hallo liebe Zuschauer, die Vorfreude wächst. Die Rockets haben nämlich gleich ihr erstes Saisonspiel und das auch gleich in eigener Halle. Die Fans sind schon bereit und die Finke Baskets aus Paderborn auch. Wie die sich nämlich in der blauen Hölle schlagen, das sehen Sie jetzt. Nach langer Zeit ohne Zweitligaspiel brannten die Fans in der blauen Hölle auf die Saisoneröffnung der Pro A. Doch die Rockets begannen schleppend. Besonders im zweiten Viertel schien der Korb wie vernagelt. So ging es mit 27 zu 34 in die Halbzeit. Wir hatten eine gute 3 Minuten, ich denke 9-6 für den. Und dann wir hatten 0-17 läuft von Paderborn, so 23 bis 9. Zu viel Ballverlust und diese Korbleger nicht so viel gemacht. Dann aber zeigte das Team von Headcoach Chris Ensminger Charakter und kämpfte sich zurück. Zweimal konnten die Gotha ausgleichen, doch letztlich brachte alles Hoffen nichts. Mit dem Wasserbieter nämlich, einem Wurf in der letzten Sekunde, verloren die Oettinger Rockets unglücklich mit 70 zu 72. Wie ist das Gefühl direkt nach dem Spiel? Wir sind natürlich enttäuscht. Wir wollten für die Fans gewinnen, besonders zum Saisonbeginn. Aber wir sind gut zurückgekommen. Jetzt müssen wir arbeiten und besser werden, denn wir wollen nicht noch einmal zu Hause verlieren. Schade, knapp verloren. Wie ist denn das Gefühl jetzt nach dem Spiel? Ja, wie gesagt, knapp verloren, da ist das Gefühl nicht so gut. Also sehr enttäuscht. Wir wollten jetzt hier im ersten Heimspiel, im ersten Saisonspiel auch was zeigen, wollten gewinnen. Ich denke, war nicht alles schlecht, aber am Ende mit 2 Punkten bei einem Buzzerbeater zu verlieren, ist schon hart. Aber da müssen wir jetzt einfach am Freitag im zweiten Spiel auch noch zu Hause, müssen wir wieder richtig hart zurückkommen, dass wir den Sieg jetzt zu Hause holen. Warum habt ihr heute nicht gewonnen? Ich will für den Fans sagen, vielen Dank, aber we got off to a bad start. Nach dem schlechten Start haben wir uns in ein Loch gegraben. Dann gut zurückgekämpft, aber am Ende sollte es einfach nicht sein. And we fought hard to get back and unfortunately at the end the shot did not go our way.